Ja, hallo und herzlich willkommen zu dem Video. Ich zeige euch heute einen ganz besonderen Wagen, und zwar den Atria Adora 673 PK. Der hat nämlich zwei Eingangstüren. Und was es damit auf sich hat, das zeige ich euch gleich. Bleibt einfach dran. Ja, hier von außen sieht man es schon, der hat vorne und hinten eine Tür. Eine ganz besondere Lösung, ist auch ein Tandemachse, kommen wir gleich zu. Aber wir fangen mal vorne an. Er hat auch eine, ich sag mal, gefühlt eine lange Deichsel, schaut mal, ist krass. Und hat ein Algo-Chassis und hat natürlich Atria-typisch tolle Detaillösungen. Ich habe einen Gaskasten, der schwingt natürlich klassisch hoch. Parallelanschlag wäre schöner, würde aber Laderaum, beziehungsweise hier müsste die Technik irgendwo sein. Das heißt, die Kisten kriege ich nicht rein. Schaut mal, da kriegt man so normale Kunststoffstapelboxen rein, wo ich einiges noch einladen kann. Klar, jetzt habe ich hier einen Tandemachse, das dürfte mit der Stützlast jetzt nicht so das Riesendrama sein. Bei einem Einachse ist das ein anderes Problem. 2x11 Kilo Gas, habe sogar ein Reserverad dabei, Abwassertank. Also ist schon ein großer Gaskasten und ich kann ihn auch wirklich super nutzen. Ich habe hier einen ganz, ganz einfachen Zugang. Wenn ich natürlich jetzt einen Fahrradträger drauf bastel, wird es schwieriger. Da wird es auch im Öffnen von der Gaskaste, von der Gasklappe schwieriger. Oben habe ich ein Panoramadach, da kommen wir gleich zu. Habe hier noch eine große Stauraumklappe. Und hier die erste Eingangstür. Hab Glattblech. Und habe hier hinten noch eine Eingangstür. Das schauen wir uns aber gleich an. Hier haben wir mal den schönen Schriftzug Adora 673 PK. Von hinten einmal. Hat hier auch Atria so ein schönes, cleanes Heck mittlerweile. Was mir jetzt nicht gefällt, ist bei unserem Wohnwagen auch so, das Fenster sitzt nicht ganz mittig, finde ich jetzt nicht optisch nicht so schön. Wobei, beim Fahren sehe ich ja meinen eigenen Wohnwagen nicht von hinten, von daher ist es nicht so dramatisch. Aber ist schick gemacht. Auch die Griffe hier, die Rangiergriffe, sind hier schön in den Aufbau integriert. Wobei ich einfach mal behaupte, wer so ein Fahrzeug fährt, lässt sich da einen Mover anbauen, weil ich glaube, zum Handling, zum Schieben und sowas ist das eher schwierig. Ja, und bevor wir uns jetzt von innen anschauen, gerade was die zwei Eingangstüren betrifft, schauen wir einfach aufs Datenblatt. Ich lasse die Kamera wieder stehen. Also zulässige Gesamtmasse 2,5 Tonnen, also man braucht schon ein großes Zugfahrzeug. Masse im fahrbereiten Zustand 1890 Kilo, also habe schon ordentlich Zuladung. Bettenmaß Front 2 Meter x 1,40, Mitte und Heck habt ihr nochmal 2 Meter x 1,40 und 2 Meter x 75, also ist auch für drei Kinder gegebenenfalls geeignet. Basispreis 40.399 und der Endpreis hier in diesem Fall wären 42.844. Die Fracht hier ist sehr günstig, 6,99, da gibt es Hersteller, die nehmen das Doppelte. Also das muss ich sagen, ist sehr, sehr günstig. Hier unten nochmal ein kurzer Abfilm von dem Datenblatt hier. Aber wie gesagt, wer es näher interessiert, der kann gerne Stopp drücken und sich das genauer anschauen. Wichtig ist hier, es ist eine Kombi 6 verbaut und es ist immer auch eine alte als Option möglich. Ich glaube, wer so ein Fahrzeug fährt, wäre auch gegebenenfalls Wintercamper und da ist eine alte Heizung mit Sicherheit kein Fehler. Wir fahren auch im Winter, haben nur eine Kombiheizung, das geht auch. Aber naja, so, Eingangstür, klassisch, das Ganze zweimal, aber das schauen wir uns gleich an. Wenn ich reinkomme, habe ich hier vorne erst das sogenannte Elternbett. Unten drunter habe ich garantiert großen Laderaum. Genau, also ich habe hier extrem viel Platz zum Laden. Und habe hier noch ganz pfiffig eine Schublade sogar, wo ich was reinkriege. Die kostet, die ist ganz nett, finde ich. Aber die kostet mir natürlich Laderaum unter dem Bett. Das heißt auf gut Deutsch, wenn ich jetzt Stühle, Tische habe, habe ich die nicht als Platz für da. Ist so ein kleiner Nachteil. Hinten eine Steckdose, großes Fenster, hier das große Panoramadach, gigantisch über dem Bett, also echt krass. Und Atria typisch so ein paar Detaillösungen, Ablagefächer, so eine Schiene, wo ich was einhängen kann. Vielleicht eine Ablage fürs Handy nachts oder sonst irgendwas, also wirklich schön gelöst. Und hier habe ich nochmal wirklich jeden Platz genutzt, auch mit dem Staufach nochmal. Über der Tür habe ich dann die Bedieneinheit A von der Truma-Heizung, also von der Kombi-Therme. Kombiheizung und das Bedienpanel von Atria, was auch sehr schick ist. Und jetzt schaue ich mal den Blick in den Raum und ihr seht, hier neben ist eine große, große Küche. Ich habe eine richtig große Sitzgruppe, weil ich nutze den Wagen ja mit mehreren Personen, kommen wir gleich zu. Und hinten habe ich dann den weiteren Abteil, das schauen wir uns gleich an. Erstmal zur Küche. Hier habe ich Platz für eine Kaffeemaschine, ist ja immer mein Thema. Hier oben ist auch eine Steckdose, das wäre also überhaupt kein Ding. Das ist schön gemacht. Was mir nicht so gefällt, sind diese Schalter hier oben drauf. Wenn ich da irgendwie dagegen komme, kann ich da
können die abbrechen. Mir wäre es versenkt oder so lieber oder hier innen drin. Aber das ist jetzt ein kleiner Spleen, ist glaube ich nicht so hochdramatisch. Ich setze mich gerade mal dahin. Ja, habe große, große Schubladen auch hier. Das wird ein Besteckeinsatz sein, genau. Und hier habe ich noch mal einen Apothekerauszug, das ist auch gut gemacht. Also an Küchen, Staufläche dürfte es in dem Wagen nicht fehlen. Habe auch einen großen Tedford-Kühlschrank, ist dasselbe wie wir ihn haben. Klar, wenn ich mit mehreren Personen reise, ist ein Kinderbettgrundriss, das verrate ich schon mal, ist das kein Thema und habe hier viel Platz oben auch in den Oberschränken in der Küche. Habe einen Heki noch oben drüber und habe hier in der Sitzgruppe auch einen Fernsehhalter, nochmal diese kleinen Filzablagen und habe hier oben auch nochmal Staufächer, jede Menge. Geht auch mit Softclose. Ja, die Sitzgruppe, ich sag mal, zu viert überhaupt kein Thema. Ich würde sogar behaupten, da kriege ich sogar 5 Leute hin. Der Tisch ist dann etwas klein, aber es müsste funktionieren. Der Boden sieht auch echt gut aus. Sieht schick aus, muss ich wirklich sagen. Wir werfen mal einfach einen Blick unter den Sitzgruppe hier. Ob ich da, genau, da habe ich noch Laderaum, seht ihr? Also habe ich auch noch Möglichkeiten, Verstaumöglichkeiten. Das ist ein Leder oder Nachbildung in Braun. Das sieht wirklich gut aus. Also ich muss sagen, gefällt mir echt gut, die Farbgebung. Und habe hier jetzt eine Tür, wo ich quasi den hinteren Bereich abtrennen kann. Den kann ich einmal zumachen. Das Einzige, was ich hier vorne dann nicht habe, ist die Toilette. Denn wenn ich die Tür wieder zumache, die kann ich hier oben auch für die Fahrt verriegeln. Wird sie verriegelt. Ich habe nämlich in diesem Modell eine vollwertige Dusche drin mit einer Duschwanne und einer Tür. Ich mache mal gerade mal ein Licht an, dann seht ihr es ein bisschen besser vielleicht. So, ist also eine komplette vollwertige Dusche. Oben noch ein Fenster drin, eine Stange für mal was zu trocknen. Also wie gesagt, eine eigene Dusche und auf der anderen Seite, die Tür kann ich auch verriegeln in die Richtung. Ihr seht das ganz gut. Dann habe ich hinten abgeschottet. Habe ich dann meine Toilette und ein Klappwaschbecken. Klar, bei dem Grundriss hätte man auch ein großes reinmachen können, aber ich glaube, das ist jetzt kein Riesennachteil. Ich finde es okay. Schön ein großes, normales Waschbecken hätte mir besser gefallen. Ja, und ich habe aber auch hier viel Stauplatz noch. Das heißt viel, das sind 2 Regale, hier sind 3 Regale. Ja, das passt aber schon. Habe ja auch nochmal hier eine Stange drin, auch ein Dachfenster noch drin zur Belüftung. Ja, das ist schon okay. Wie gesagt, einzige, das Waschbecken, was mir nicht so extrem gut gefällt. Ja, und dann komme ich in den hinteren Bereich und das ist der Kinderbereich. Denn hier habe ich so eine Sitzlounge, nenne ich es mal. Und habe hier oben ein Stockbett, das ich aber auch nach oben klappen kann. Ich mache es jetzt nicht hoch. Das kann ich hochklappen. Ich habe hier noch einen Fernsehgelenkhalter, alles optional. Entsprechende Anschlüsse, USB sind ja für Kinder, wenn sie älter werden, immer wichtig, das weiß ich ja von meinen. Habe hier nochmal einen Kleiderschrank komplett mit allem. Und habe auch bestimmt, hier unten drunter habe ich dann so Schubladen nochmal. Guckt mal, das ist auch echt gut gemacht. 2 Stück an der Zahl. Gucken wir mal, was da drunter ist. Da habe ich auch noch Stauraum. Da habe ich sogar von außen eine Stauraumklappe. An die kommen wir jetzt nicht dran, weil hinten dran ein Wagen steht. Habe hier nochmal Steckdosen, USB-Dosen. Habe hier auch nochmal ein kleines Fach, das kann man jetzt sehen. Da ist aber die Heizung drunter. Ihr seht die Ventile. Die sind aber auch gut zu erreichen. Sehr schön. Und habe hier nochmal einen Kleiderschrank. Also an Kleiderschränken scheidet es hier nicht. Habe hier oben die schönen Lesespots, finde ich auch nett gelöst. Filzablage, Garderobe und so weiter. Und ich sitze jetzt hinten auf dem Bett und schaue einfach mal nach vorne. Ja, man sieht schon, dass das ein großer Wagen ist, ne? Also der ist schon extrem groß und extrem lang. Also da muss man schon Platz mitbringen. Nochmal die andere Richtung. Ich komme aus dem Elternbereich. Hier ist dann das Bad links und rechts. Und dann komme ich hinter in den Kinderbereich. Und die haben dann, ihr seht es ja hier dann jetzt, einen eigenen Eingang. Und das finde ich schon wirklich erstaunlich. Und deshalb wollte ich auch den Grundriss euch zeigen, denn das gibt es nicht sonst wo, dass es einen Wohnwagen gibt mit 2 Eingangstüren, ein eigener für die Kinder hinten und ein separater vorne für den Wohnbereich bzw. den Elternbereich. Das ist schon sehr interessant. Mir hat es gut gefallen. Wenn unsere Kinder jetzt noch länger mitfahren würden, wäre das gegebenenfalls eine Alternative für uns. Allerdings, ich will ja keinen Tandem-Axer ziehen. Der ist dann schon relativ groß dafür, muss man sagen. Da muss man immer Kompromisse machen.
Deswegen schreibt mir mal in die Kommentare, wie euch der Wagen gefällt. Vielleicht fährt auch der ein oder andere den Wagen. Darf mal gerne seine Erfahrungen berichten. Das würde mich auch sehr interessieren. Ansonsten lasst mir ein Like fürs Video da. Bis zum nächsten Mal.